Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC Generations. Heute geht's rein in die Rallye Portugal. Alles passt, nichts wird verändert. Und der Loading Screen ist immer noch gleich von WRC 10. Sad. Viel Regen. Zwei Regenreifen sollten wir mitnehmen. Wir haben keine Regenreifen. Es ist eine Shutter Rally. Bin ich denn blöd oder was? Aber sonst, die Distanzen sind auch alle... Ja, ich würde für mehr... Ich würde vielleicht den Move machen. Das könnte, oder? Das wird gut. Ich hätte mir denken können, Shutter Rally, da gibt es keine Regenreifen. Hätte ich eigentlich direkt schnallen müssen, aber ich habe einfach nicht runtergeguckt. Um zu sehen, mit was für Reifen ich überhaupt mitnehmen kann. War ja nur Shutterreifen. Oh, der Regen ist da. Und die Nacht auch. Spricht eigentlich dann für eine gute Etappenzeit. Problem ist, es zählt jetzt nicht. Fünf, es ist nur der vier, Shakedown. 3, 2, 1. Wir sind unterwegs. Rechts voll in links 4 Mittel 30. Achtung, rechts 2 in links 3 lang und eben. Wow. Links 3 uneben und links 3 nicht schneiden. Bisschen innen einhaken. Ne, außen ist eher nicht so gut mit einhaken. Und links 2 Mittel Verengung. Ja, das so fährt man, wenn man außen einhakt. Und hier wunderschön am Scheitelpunkt. Rechts 4 macht auf, in rechts 3 macht zu. Die Autos wollen sich bei mir einfach überschlagen. Ich kann da manchmal auch wirklich nichts gegen machen. In Achtung, links 2 macht auf, über Asphalt 50. Ein bisschen rumtesten, wie rutschig es ist im Regen. Und links 4 in Achtung, links 3. Zweiter Gang ist super. Links 2 macht zu 80. Ah, da wollte ich gerade einen Scandi versuchen. Scandinavian Flick. Achso, ich muss noch gleich mal gucken, was das mittelfristige Ziel ist. Und rechts 5. Oh, das war die Stelle, wo ich gesagt habe, ab hier kann nichts mehr Schwieriges passieren und dann und links 4 hieß es Ciao Kakao. Links 4 nicht schneiden. In links 3 leicht schneiden. In rechts 5, in links 6 sehr lang. Ah, vor allem ich muss viel früher bremsen im Regen. Weil ich dann so nach einfach geradeaus durchrutsche. Während ich eigentlich schon seit 10 Meter eingelenkt sein wollte. Achtung, großer Sprung rechts halten. Nicht schon wieder überschlagen. Wieder geradeaus. Ich habe kurz davor gebremst, um ein bisschen die Federn vom Auto zu schonen. Aber heilige Makrele, nach dem X drücken ging es aber instant hier zum Service Park. Ja, komm. Komm, war alles neu. Obwohl 1% sparen uns die Kosten. Ganz ehrlich. Wir machen nix. Dann geht's weiter. Arganil. Tolle Etappe. Ja, ich glaube, da würde ich die Harten, drauf lassen. Ja, doch. Das macht Sinn. Nicht repariert? Ja, kein Problem. Portugal. Ich will nur noch mal die Reifen austauschen, von vorne hinten und hinten vorne. Gleichmäßiger Verschleiß, wichtig und richtig. 5, 4, 3, 2, 1, los geht's. Schon besser zu spät starten als zu früh. Die 10 Sekunden habe ich keine Lust drauf. Ich habe wieder auf das Teamziel nicht geachtet. Scharf bremsen in Haarnadel links, in links 4, in rechts 4 Kurzverengung. Eieiei. Ja, ich komme total immer noch nicht klar mit, wie rutscht das ist, wenn das Auto so unfassbar langsam ist. Ich habe leider kein WRC2-Auto zu Hause stehen, deshalb kann ich nicht sagen, ob das realistisch ist. Aber es fühlt sich auf jeden Fall nicht gut an.
2 und rechts 4. In links 4 macht zu lang über Kuppe. Ah gut, dass der Shakedown im Regen war. Konnte ich schön üben mit wie früh ich bremsen muss von der Kurve, um nicht chancenlos einfach geradeaus rauszurutschen. Und rechts 5 Verengung und rechts 3. In links 3 nicht schneiden und rechts 3 kurz. Und links 4 und rechts 3, 80. Links 4 macht zu, in rechts 5, 200. Aber dann kommt in der erste Sektor. Scharf bremsen, rechts 1 nicht schneiden. Und links 5 kurz, in scharf rechts nicht schneiden. Oh, guter Bounce. Und links 5 macht zu, fällt innen, in rechts 6 lang, macht zu, 50. Trotz einem Rückwärtsgang. Nacht und Regen. Das mag die KI nicht. Außer es ist Asphalt und ich mach Quatsch. In rechts 6 lang, Übersprung. Und links 4 leicht schneiden, fällt außen 150, Überkuppe. Fällt außen, hallo, guten Tag, ich muss nach innen. Also nee, also ja, oh Gott, oh Gott. Und rechts 5 mittel. Und links voll, Überkuppe, mittig. Oh, hier rutsche ich weit raus. Sehr lang. Ah, jetzt sehe ich wieder alles. Und Achtung, links 5 scharf bremsen, scharfe Haarnadel links schneiden. In rechts 5 bergab 100. Drehzahl, come on. Links 4 und rechts 6 lang, macht zu 80. Nicht umkippen, hier sind Steine, hier sind noch mehr Steine. Oh, puh! Komm schon, keine Kraftausdrücke. Links 5 mittel, 200. Okay, ja gut, das hole ich easy wieder auf. Verengung, 250. Das hole ich easy wieder auf. Halbwegs ordentlich durchfahren links und dann mittel und ist das Ding gewuppt. Rechts leicht schneiden. Die Pflanzen müssen mich nur ein bisschen bremsen. Und rechts 3 in links 4. Bremst mich, Zaun! Vorsicht mit den Reifen! Also die Bremse ist ja wirklich einfach nur Deko. So ein Pech. Einfach Deko-Bremsen. In links 5. In rechts 5 macht zu 4 Mauer außen und links 5 macht zu 30. Knoten bremsen und links 2 mittel 100. Links 4 kurz in rechts 3. Ja, das sieht doch wieder gut aus. Warum sage ich aber auch sowas? Das sieht gut aus. Links 4 Verengung nicht schneiden in rechts 4 mittel macht zu. In links 3, in rechts 4, macht auf, Verengung. Jetzt. Rechts 3 lang, in links 6. Ja, 13 und Sekunden. Kurz, die hole ich noch. In links 1 kurz, Überbrücke. In links 1 kurz, 100. Rechts 5, innen halten, links 5, macht zu, 100. Rechts 4, in rechts 4, leicht schneiden. In links 5, macht zu. In Bremsen, scharf rechts, sehr eng. Und links 1, mittel. Oh! In scharf rechts, in rechts 3, macht auf, lang, sehr eng, 30. Rechts voll, in links 4 mittel 30. Achtung, rechts 2, in links 3 lang und die Stelle kenne ich, hier habe ich mich weggemault und ich mach dasselbe zum dritten Mal. Zweimal Ford Fiesta und jetzt einmal Hyundai.
Was ist denn mit dieser Kurve links los? Uneben und links drei nicht schneiden. Rechts zwei leicht schneiden und links zwei Mittelverengung. Nicht wegdrehen, bitte! Allrad! Das ist wie ein Witz. Rechts vier macht egal, ich krieg das noch hin. Drei macht zu. In Achtung, links 2 macht auf über Asphalt 50. Bremsen in Haarnadel rechts über Schotter. Und links 4 in Achtung, links 3. Ja, nee, alter Vater, es ist so unfassbar rutschig. Links 2 macht zu 80. Rechts 4 lang in rechts 500. Ach, ich hab so ein extremes Motorstottern. Achtung, links 3 macht zu, innenhalten. Und laut Schadensbericht? Okay, ist mein Motor kaputt. Ich könnte schwören, gerade hatte ich Stotter und der Motor sah gut aus. Und links 4 kurz, in rechts 4 nicht schneiden. In links 3 leicht schneiden. In rechts 5, in links 6 sehr lang. Bremsen in rechts 5 macht zu, rechts halten. Und Achtung, großer Sprung, rechts halten. Ich muss nach rechts. Oh Gott. Die umgefallenen Werbeschilder sind schneller als ich. Und rechts 4 leicht schneiden ins Ziel. Scheint ein bisschen optimistisch. Eieiei. Oh, shit. Mein Auto hat ein Werbeschild gefressen. Nee, ein Rechtsabbiegenschild. Schmeckt. Verdammt, 20 Sekunden. Aber wäre ich mal ein bisschen ruhiger, beständiger gefahren. Easy erster Platz. Also hier ist wieder noch alles drin. Und eine Etappe haben wir ja noch in der Folge. Ja gut, overall ist natürlich nichts passiert. Oh, die gute Stage, die kann ich. Die kann ich wirklich. Also auch die davor konnte ich nur. Ich hab Quatsch gemacht. Wow. Die harten Reifen werden ja richtig rangenommen. Heilige Makrele. Ja, wird trotzdem krass. 5, 4, 3, 2, 1. Wir sind unterwegs. 80, links 4 in rechts 6 kurz. In links 4 kurz und links 4 innenhalten 100. Ja, lübt. Es lübt. Aufgepasst, nicht abrutschen. Und ich rutsche nicht ab, Chef. In links 5 und Kuppel mittig. Ich rutsche ab, Chef. Nee, der Fake. Ich rutsche doch nicht ab. Rechts 4 nicht schneiden und links 5 kurz. Aber warum wird meine Scheibe so schnell dreckig? Achtung, rechts 4, Baum innen, Verengung durch Tour 150. Links 6, scharf bremsen, in scharf rechts, sehr eng, Baum innen. Was ist mit meiner Scheibe los? Die wird wirklich schnell dreckig. Scharf rechts, Baum innen, 150, uneben. Widerliche Kurve. Rechts 6, in Achtung, links 4, kurz, Fels außen, 70. Und rechts 5, 50. Links 5, kurz. In rechts 5, 200. Verengung. Alles noch gut. Links 5, in rechts 400. Rechts 4, kurz 100. Mir geht's gut. Und dir? Was mache ich hier? Reifenschaden. Nein, das geht so. Rechts 4 nicht das geht schneiden, nicht so. 50. Oder doch? Links 4 nicht schneiden, 30. Rechts 3 und rechts 5, 30, uneben. Ah, das geht wirklich noch so. Links 4 im Knoten nicht schneiden, 80.
Links 3, 120. Gott, Lenkrad wackelt, das Auto zieht nach rechts. Aber ich bin fast Herr der Lage. Vorsicht. Okay, ich muss es tun. Verdammte Axt. Ah, es wirkt elendig. 2 Minuten 15, Strafe 2,20. Ah, das hole ich noch. Das hole ich wirklich noch. Links 2 leicht schneiden und rechts 4 Verengung in rechts 5, 80 mittig halten. Scharf bremsen für Knoten, Verengung und rechts 1 mittel in links 4. Das wird wirklich, Portugal wird die Legenden-Rallye. Die Rallye, wo ich den Rückstand aufhole. Scharf bremsen für scharf links in rechts. Hier wird nicht mehr aufgegeben. Links 3 leicht schneiden, 80. Aufgeben in Kroatien tut mir immer noch weh. Obwohl das für meine Nerven und für mein Herz, glaube ich, besser war. Und rechts 2 innen halten, links 1. In rechts 4 und rechts 3. Nicht umkippen, Auto. In links 3 und rechts 4, 50. Links 4 in rechts 3. In rechts 4 kurz, in rechts 5. In links 6 lang, über Kuppe mittig halten, in rechts 5, 50. Rechts 6, Fels innen, 80. Rechts 4, über Kuppel, Mittel, rechts halten. Warum wird die Scheibe denn immer so schnell dreckig? Ist ja widerlich. Rechts 3, in links 4, Verengung, 100. Aha, grüner Sektor. Es geht voran. Gib mir weniger Motorleistung und auf einmal lübt es. Fans rechts von mir sind alle am Jubeln. Das pusht auf. Und Achtung, scharf bremsen für Haarnadel links. In rechts 3 kurz, in links 2 macht auf 100. Wow. Das ist ein sehr lautes metallisches Klong. Links 2 innen halten. In rechts 5 über Bodenwelle, in links 4 80. Rechts 3 und rechts 4 über Kuppe macht zu, nicht schneiden. In links 3. Ich glaube, ich muss mehr diese Büschel benutzen, um dadurch abzubremsen. Links 4 kurz über Kuppe 200. Scharf bremsen, scharfe Haarnadel rechts, nicht schneiden 100. Scharfe Haarnadel links, Baum in links 200. Touch aber. Oh, Regen? Hello, sehr. Achtung, rechts 2, eingangs nicht schneiden, durch Wasser und scharf links nicht schneiden, 80. Links 4 kurz nicht schneiden, in rechts 3 nicht schneiden, 80. Links 4 kurz und rechts 4 kurz, 80. Links 4 kurz, nicht schneiden, 120, uneben. Knoten in links 5 lang, macht 250. Oh ja, das war gut. Das war gut. Das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht. Verbreich. Gerade wenn ich denke, es wird gut. Ich jinx es mir einfach jedes Mal aufs Neue kaputt. Aber trotzdem, ich komme hier noch in die Punkte. Auf 120 und Ziel. Bist du okay? Bin okay, es sind nur Grasbüschel, Jeff. Kraft dich. Nächste Folge haben wir wieder ein heiles Auto. Das holen wir noch. Wie gesagt, ich hoffe, ich stehe zu meinem Wort, aber das holen wir noch. Aber ich sag's, wie es ist.
Ich werde es schaffen. Ich werde hier noch mit einer dicken Punktzahl rausgehen. Ich habe es so im Gefühl. Aber halt nächste Folge. Von daher, Leute, ich bin immer raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.